Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie Workout. Heute mit Marco von Reise nach Atlantis. Hi! Ich habe Marco eingeladen, weil er gerade einen neuen Kanal gestartet hat, der wahrscheinlich auch für euch interessant werden könnte. Er handelt nämlich auch viel von Philosophie. Möchtest du kurz mal dazu sagen, was das ist? Was Philosophie ist oder was mein Kanal ist? Ja, das klingt so ein bisschen Reise nach Atlantis, da denkt man Reise nach Jerusalem. Ja. Würde ich denken. Aber wie hängt das mit Philosophie zusammen und was findet man auf deinem Kanal insgesamt? Genau, also die Idee hinter Reise nach Atlantis ist, also Atlantis war so die mythische Insel, von der Platon geschrieben hat und so ungefähr, also die Idee, das war sozusagen die Stadt oder der Ort, wo die Menschen glücklich waren, wo sie rational waren, wo wirklich eine gute Gesellschaft herrschte. Und deswegen, und ich denke, Philosophie ist auch so eine Art Reise. Man begibt sich auf eine Reise, auf der Suche nach der Wahrheit. Und deswegen fand ich den Titel Reisen nach Atlantis in dem Sinne sehr passend. Und momentan rede ich da sehr viel über Philosophie, aber in Zukunft kann ich mir auch vorstellen, über andere Sachen zu sprechen. Und die Idee ist, dass man auf verschiedene Arten und Weisen nach Atlantis reisen kann, entweder mit dem Geist, also mit der Philosophie, mit dem Herzen, also das wäre die Psychologie, und auch mit den Füßen. Und das wäre dann so etwas wie Fitness und Reisen, Themen, die ich auch sehr gerne besprechen wollen würde in der Zukunft. Also Reisen, da denkt man jetzt zuerst an Pilgern, wenn man an geistige Fortentwicklung und Reisen denkt, aber wie kann man sich, also einfach in dem Sinne, dass Reisen bildet? Genau, Reisen bildet. Also ich habe auch mein Leben gemacht, immer wenn ich irgendwo an einem anderen Ort war, in einer anderen Kultur war, wo ich ganz viele neue Leute kennengelernt habe, dass ich mich auch sehr dadurch weiterentwickelt habe. Und deswegen habe ich auch vor, in der Zukunft wieder zu reisen, in ein paar Jahren. Aber auch die generelle Idee, dass einfach eine Reise, ja, man weiß nicht wirklich, man weiß sozusagen, man will die Wahrheit finden, aber wohin dieser Weg geht in der Philosophie, weiß man nicht immer ganz genau. Und manchmal schlägt man auch interessante Wege ein und so weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du schon komplett, hast dein Leben komplett aufs Internet eingerichtet. Du hast gerade erzählt, du verbringst den Hauptteil deines Tages oder viel auch mit Authentic German Learning, einem Kanal, wo du Deutsch beibringst. Ist das richtig? Genau, also ich bringe Deutsch bei Authentic German Learning und versuche natürlich da auch ein bisschen Philosophie reinbringen, wo ich es kann, oder so ein bisschen über Selbstverbesserung zu reden, was meiner Meinung nach auch ein Teil der Philosophie ist, Selbstverbesserung, Selbsterkenntnis. Und um noch mehr eben über diese tiefen Themen sprechen zu können, wollte ich auch einen Channel haben, wo ich das mit deutschen Muttersprachen wirklich intensiv diskutieren kann, weil bei einem Deutsch-Lernkanal natürlich dann sprachliche Grenzen irgendwann sind. Und du meintest, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es aus dir heraussprudelt und dass du da einfach eine Möglichkeit brauchtest auch, um jetzt darüber zu reden, und dass du unter anderem auch deswegen den Kanal gegründet hast. Genau. Also die ganz philosophischen Ideen. Also ich habe seit 2, 3 Jahren habe ich ganz viel Philosophie konsumiert, ganz viel Philosophie gelesen, gehört und natürlich auch ganz viel mit meinen Freunden besprochen. Und das möchte ich jetzt ausweiten, dass ich mit noch mehr Leuten über diese Themen sprechen kann. Und deswegen mache ich das jetzt auch im Internet, dass ich mich einfach aufnehme, meine Ideen in die Kamera spreche und dann sozusagen schaue, was die Leute noch für Argumente haben oder für Ideen zu dem, was ich sage. Und du gehst ja auch auf Zuschauerfragen ein, also auch interaktiv. Wenn jetzt gerade jemand auf meinem Kanal eine Frage hat, die er mal gelöst haben wollte, die bezüglich Philosophie oder Lebensfragen, dann kann er die auch direkt an dich schicken und du wirst die dann, genau, eine gute Frage ist, beantworten.
Genau, auch wenn sie nicht so gute Frage ist. Also einmal habe ich eine Facebook-Gruppe gemacht und jetzt habe ich das auch so eingerichtet, dass ich gar keine richtige Webseite habe, sondern dass wenn man auf Reise nach atlantis.de geht, dass man dann automatisch auf die Facebook-Gruppe geleitet wird und dort hoffe ich, dass da, also da hat schon angefangen, ein reger Austausch an Ideen stattzufinden und freue ich mich darauf, diese Diskussion immer lebendiger und weitreichender machen mit mehr Leuten. Und dann gibt es natürlich die YouTube-Kommentare, berühmt-berüchtigten YouTube-Kommentare, auf die ich natürlich auch eingehe. Und ich möchte aber auch so sein, dass ich gerade wenn ich jetzt die Anfangskommentare sehe, möchte ich gerade auch auf die eingehen, auch wenn die, ja, erstmal im ersten Moment habe ich erst gedacht, so, wovon reden die so? Ah, ich verstehe die nicht oder beziehungsweise sind die jetzt Trolls oder nicht? Aber ich mag eigentlich die Idee, auf die Leute auch zuzugehen, selbst wenn ich erstmal denke, das ist aber komisch, was die sagen, weil ich möchte, dass Leute es das auch mit mir machen. Genau. Was bei mir gerade anliegt, ist flache Erde. Also, dass ich da auch einfach auf die Leute zugehe, denen zuhöre und nicht sage, das glaube ich nicht, dass sie es glauben, sondern dass ich einfach mal denen zuhöre. Ich habe dann selbst ein paar Berechnungen angestellt, die für mich relativ sicher darlegen, dass die Erde nicht flach ist, sondern rund. Und aber es ist auf jeden Fall wichtig, auch die anzusprechen, wo man im ersten Moment denkt, trollen die gerade? Weil oftmals steckt da halt vielleicht auch dahinter kein Troll. Also, ja, ein Beispiel ist, also ich habe zum Beispiel einen Kommentar bekommen, so, ja, nimm keine Drogen und mach dann ein Video, wo ich auch dachte, so, oh, das ist ja total der Troll. Und wo ich dann aber auch Feedback bekommen habe, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen langsam rede. Und vielleicht meinte der Typ auch das, also sozusagen arschig ausgedrückt, aber Leute wissen ja nicht unbedingt immer gut, wie sie was kommunizieren gut und dann kommt das manchmal sehr, sehr komisch raus und genau. Und auch gerade, wenn sie halt wirklich versuchen, Argumente zu bringen oder sagen, ja, aber das funktioniert ja nicht wegen bababababa, dass ich dann auch sage, okay, das irgendwie, ich kann das nicht nachvollziehen, wie sie zu der Auffassung kommen, aber ich werde trotzdem darauf eingehen, ich werde trotzdem Argumente sagen und ich denke, genau, so sollte man auf die Leute zugehen. Aber vor allem, also ich Also, hatte auch, um jetzt ja. nochmal allen klarzumachen, du hast auch jetzt gerade keine Drogen genommen, Genau, sondern du keine hast Drogen nur genommen. Wasser, vielleicht ein bisschen Kaffee vollgetrunken. Genau. Es ist nur so, wie gesagt, ich habe einen Deutschlernkanal und deswegen habe ich vielleicht so ein bisschen gewirkt wie auf Drogen, weil ich dann ganz langsam spreche und das war ich so gewohnt vom Deutschlernkanal und deswegen hat sich das ein bisschen übertragen am Anfang, aber jetzt, da ich das Feedback bekommen habe, sind meine Videos auch mit schnell voller Energie, so dass so wie Muttersprache das auch haben möchten. Und das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, weil es ist nicht so, dass wir YouTube-Kanäle machen, sondern die YouTube-Kanäle machen auch uns. Also deine Sprache hat sich verändert, weil du diesen deutschen Kanal, Deutsch-Erklärkanal Authentic German Learning gestartet hast. Und bei mir ist es halt so, ich muss mir überlegen, mache ich das damit ich möglichst viele Zuschauer bekomme, oder mache ich es, um wirklich wichtige Nachrichten rüberzubringen? Das verschmilzt in meinem Kopf so ein bisschen und werde ich vielleicht zu jemandem, der einfach nur noch auf Zahlen steht, ich habe mein erstes Video, das über 1000 war, und als nächstes möchte ich natürlich 10.000. 270 Views, Zuschauer stellt mich nicht mehr zufrieden. Man wird so süchtig danach und man muss da aufpassen, dass der YouTube-Kanal nicht das eigene Leben übernimmt. Genau. Es gibt dann immer ein nächstes Ziel, immer noch mehr, immer noch höher und so. Genau. Das ist dann auch wichtig, dann so ein bisschen. Wie soll ich sagen, so also zurückzuschauen, ne? Sozusagen, sozusagen vor einer Woche wäre ich ja schon froh, so viel zu haben oder vor einem Monat oder so. Genau. Und eine dritte geheime Sache, die wir noch von deinem Leben Geheime noch nicht Sache. erwähnt haben: Du hast noch ein drittes Projekt im Internet. Genau, Es noch nennt ein sich drittes Projekt. Needle Partner. Das ist eine englische Seite, Genau, die sich. needlepartner.com. Und ja, genau, also das ist auch wieder so, also wie wir schon vorher geredet haben, bevor wir live gegangen sind, das ist wirklich der gemeinsame Nenner von allem, was ich mache, ist so Selbstverbesserung und auch viel zu tun mit Empathie und Leuten helfen und so. Und das dann einmal Leuten Deutsch beizubringen und
versuchen die auch zu inspirieren, sich selbst zu verbessern. Dann ist das Philosophie, wo es halt um die Suche nach der Wahrheit geht und auch um Selbsterkenntnis. Und das dritte ist dann halt Dating, wo ich mir so überlegt habe, dass viele Leute, also das heißt Values-Oriented Dating, to find you need a boy or girl in a haystack world. Und ich denke, viele Leute, die sind sehr, wie soll ich sagen, so sehr so lapidar, wenn es, die nehmen das nicht ganz so ernst oder die sagen zumindest, oh, ich mag den oder ich mag sie, fühlt sich irgendwie toll an, aber sie haben sich nicht wirklich so überlegt, ja, was will ich denn eigentlich in einem Partner haben und darauf hinarbeiten. Und ich selber bin Single und ich habe mir gedacht, ich möchte diese wirklich ganz viel mich damit beschäftigen, wirklich ganz doll darüber nachdenken und ich möchte die Leute praktisch auf die Reise mitnehmen und sagen, okay, ich werde jetzt mich auf diese Reise begeben, das ist wieder die Reise, eine Partnerin zu finden und ich möchte euch mitnehmen und möchte euch dabei dann auch ja, beibringen und mir selbst eigentlich auch beibringen, also viele Videos mache ich auch eigentlich für mich hauptsächlich, sozusagen beibringen, wie man einen Partner findet, der wirklich wo man auch hohe Ansprüche hat, der wirklich Qualität hat. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr spannend, was da gestartet ist. Für Needle Partner ist, glaube ich, die Hauptplattform Facebook, aber man findet dich auch über Needle Partner. Genau, also needlepartner.com und reisenachatlantis.de sind so beides erstmal so die Domains, die ich mir gekauft habe, die beide erstmal auf eine Facebook-Gruppe weiterleiten. Das wird später dann noch eine richtige Webseite. Und das sind beides auch YouTube-Kanäle. Und so die Idee sozusagen auch durch Facebook diesen schnellen Feedback zu haben. Und dadurch, dass ich sozusagen wirklich am besten das mache, was die Leute auch haben möchten. Und diese Projekte sollen sich dann auch aus dem Hörer, aus dem Zuschauer-Feedback dann auch so entwickeln und die Richtung nehmen, wo Leute denken, das ist eine gute Richtung. Und das hilft denen am meisten. Genau, also kundenorientiert oder zuschauerorientiert. Genau, genau. Du hast da auch tiefgängige Themen. Zum Beispiel wurde letztens gefragt, wie ist das mit Empathie? Kann Empathie universelle Moral ersetzen? Hat, genau, glaube ich, eine Zuschauerin gefragt. Ein Zuschauer, das war mein guter Freund Janne und genau, und dieses, also mit ihm persönlich hab ich auch schon öfters über Empathie gesprochen und so. Es war ganz interessant, dass sozusagen er hat die Frage gestellt über Empathie und ich habe dann die Videos gemacht auch über Empathie und mir fiel so auf, dass, naja, also mit Janne und mir ist es ganz normal, dass wir halt ja sehr empathisch miteinander reden und dass wir sind beide davon überzeugt, ja, das ist wirklich das eine der wichtigsten Sachen im Leben und das macht glücklich und so weiter, aber es ist für viele eigentlich nicht selbstverständlich und deswegen bin ich auch auf diese Frage eingegangen, so warum überhaupt Empathie und warum ist das überhaupt wichtig und so weiter und bei vielen Dingen sozusagen bin ich auch noch nicht ganz, habe ich noch nicht gar nicht eine festgefahrene Meinung, sondern habe ich auch erstmal so das versucht zu untersuchen, ja, der Zusammenhang zwischen universeller Moral und Empathie und für mich sind das so beides so, sag ich mal, Strategien, um Leute zu überzeugen, auf eine bestimmte Art zu handeln, auf eine ethische Weise zu handeln, gewaltfreier und auch besser in der Kommunikation und so weiter und es geht beides auch wirklich so Hand in Hand. Ja, jemand, der keine Empathie hat, kannst du vielleicht auch nicht erreichen mit universeller Moral, mit so einem theoretischen Gebäude und andersrum. Ja. Ja, also auf jeden Fall interessantes Thema. Was mich auch, wo ich gerade den Zuschauern sagen möchte, ich habe gestern mit Helena Malkovic drüber geredet, über das Thema auf andere herabschauen, gut oder richtig, falsch oder richtig, habe ich halt auch gesagt, dieses Nicht-Aggressionsprinzip, was ich fast schon synonym benutze mit universeller Moral, hilft dabei, dass empathievolle Menschen das Rüstzeug bekommen, nicht auszubluten, indem empathielose Menschen sie ausnutzen. Ja. Oder also das ist ganz einmal das und sozusagen, also genau, also das darüber auch geredet, sozusagen, das ist eigentlich, also ich kenne Leute, die halt sehr viel Empathie haben, aber die dann schon fast daran kaputt gehen. Und ich denke, es ist halt auch wichtig, so einen Schritt zurück zu machen und dann sagen so, mal so, ach, jetzt mal auf mich besinnen. Also ich kenne Leute, die gehen auf die Straße und alles, was sie sehen, so, oh nein, und allen geht's schlecht und oh.
das ist nicht sozusagen, das wollen wir nicht haben. Andererseits auch viele linke Leute, die Empathie haben und die denken wirklich, hey, ich mache hier, wenn ich jetzt irgendwie mich engagiere in linker Politik und so weiter und in, der Staat sollte das XYZ machen und so, die haben vielleicht auch Empathie und zumindest gute Intentionen, aber die haben nicht sozusagen das Rüstzeug, wie du sagst, so zu erkennen, so, vielleicht ist das ja nicht so ganz empathisch, was du machst, wenn du dir die Konsequenzen bedenkst. Und das, genau, deswegen denke ich, ist auch so ein Gedankengebäude, so universelle Moral, sehr, sehr wichtig. Gerade, ja, sozusagen, wenn es darum geht, wie wende ich das überhaupt an, wenn ich jetzt Empathie habe. Und wie balance ich meine Empathie mit jetzt, keine Ahnung, zwischen jetzt irgendwie jemanden, wo ich meine, der braucht Hilfe vom Staat und jemanden, der halt dem geholfen wäre, also der halt Steuer zahlt und dem vielleicht geholfen werde, indem er halt weniger Steuern zahlen müsste. Ja. Du hast auch sozusagen Literaturrecherche betrieben über Jahre, bevor du diese Sendung gestartet hast, unter anderem Alice Miller. Ist ja einer der Bücher, die du mir mal empfohlen hattest. Möchtest du kurz was dazu sagen, wie sie dich beeinflusst hat? Ja, also Alice Miller war für mich wirklich so sozusagen eine Lebensretterin, weil vor zwei Jahren, das ist glaube ich jetzt schon her, oder drei Jahren, hatte ich Panikattacken und ich war auch so in einer Phase, wo ich mich sehr viel mit mich selbst beschäftigt habe und was passiert ist in meiner Vergangenheit. Und ich habe auch sozusagen daran gearbeitet, meine Empathiefähigkeit zu fördern. Ich denke, das kann man fördern, indem man eben sehr viel auf seine eigenen Gefühle hört und auch schaut, was mit mir in der Vergangenheit passiert. Und dann habe ich nach Gleichgesinnten gesucht. Und ich hatte praktisch einen Mentor, also jemanden, mit dem ich regelmäßig geskypt habe, so fast täglich, 5 Stunden lang, also richtig intensiv. Und das war jemand, der halt mir Alice Miller empfohlen hat und auch wirklich ihre Botschaften richtig gut verstanden hat. Und eine kurze Zwischenfrage, wie hast du diesen Mentor gefunden? Das klingt ja unheimlich toll. War das ein Internetforum oder? Ja, das war das Free Domain Radio Forum auf dem Free Domain Radio Board. Hat jemand einen Post gemacht, hey, lass mal zusammen Skype-Gespräche machen und darüber bin ich darauf gekommen. Das existiert nicht mehr, diese Gruppe leider. Und die Gruppe war auch sehr schnell, kam heraus sozusagen, wir beide passen total zueinander. Und deswegen haben wir dann halt one-on-one zu zweit ganz viele Skype-Gespräche geführt. Genau. Und dann habt ihr euch quasi gegenseitig geholfen, vielleicht selbst zu verstehen? Wir haben erzählt, was geht gerade in uns vor und was wir gerade so machen und so weiter und Strategien, wie wir unsere Probleme gerade lösen und so weiter und auch gerade sozusagen einfach ein empathisches Ohr zu haben, ja, das war also für mich ganz wichtig, also wir haben ja kurz vorher erzählt sozusagen, wie gehe ich mit Menschen um und so weiter oder auch Leuten, die anderer Meinung sind und so und deswegen denke ich, ist auch wichtig, sozusagen den Leuten Empathie zu geben, weil ich glaube, nur wenn du Empathie gibst, dann hast du die Chance, auch was zurückzubekommen. Also Leuten, die noch nicht so weit sind. Leute, die so weit sind, die geben dir schon vornherein Empathie. Aber Leute, die noch nicht so dabei sind, von denen bekommt man, glaube ich, auch erst etwas, wenn man denen erstmal Empathie gibt. Genau, und dadurch, dass er mir sehr viel Empathie gegeben hat, konnte ich ihm dann auch ganz viel Empathie zurückgeben. Und dadurch wurde meine Empathiefähigkeit auch viel mehr gefördert. Und wie gesagt, er hat Alice Miller gelesen, er hat halt sozusagen ihre, es ist ja wirklich der Unterschied zwischen einem Buch lesen und auch wirklich die Botschaft aufzunehmen, weil es gibt Leute, die lesen Bücher und dann sagen sie, aha, okay, nächstes Buch. Und es gibt Leute, die lesen ein Buch und dann denken sie, oh, mein ganzes Leben ist jetzt verändert und so weiter. Also es ist wirklich ernst nehmen, was der wirklich versuchen, was will der Autor mir wirklich beibringen, ja? Also ich lese ihn, weil ich der Meinung bin, vielleicht hat er mir was beizubringen, vielleicht kann ich ihn so als Mentor nehmen und dann auch tatsächlich das machen, genau. Und dann habe ich natürlich auch selber die Bücher gekauft, selber gelesen,
das Drama des begabten Kindes ist das, was ein einschneidendes Werk ist und was auch oft genannt wird, aber auch die anderen, zum Beispiel The Body Never Lies, das heißt im Deutschen auch irgendwas mit Körper sozusagen, auf den Körper zu hören. Und eigentlich alle ihre Titel sind schon eine sehr einleuchtende Botschaft an sich. Und dann wird das natürlich nochmal vertieft. Genau. Also ich möchte ja gerne immer Sachen vereinfachen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Was ich bei dir zumindest gehört habe, ist, man kann an seiner Empathiefähigkeit arbeiten und das sollte man vielleicht auch machen. Im Vorgespräch haben wir darüber geredet, wenn man eine gut aussehende Freundin mit einem guten Charakter haben möchte, sollte man sich auch selbst daran arbeiten, gut aussehen zu sein und einen guten Charakter zu entwickeln. Das sind die zwei Kernmessages, die mir jetzt gerade einfallen. Gibt es sonst noch? Ja, dazu gerne, genau, auch so mit Empathie. Ne? So, ich möchte eine Freundin haben, die sozusagen, wo ich nach Hause kommen kann, die sagt so, hey, wie war der Arbeitstag, so geht. Also kurz, eine sehr empathische und warme Frau. Und dann ist es wichtig, dass ich sozusagen auch diese Fähigkeiten, also ich bin eine empathische Freundin, also es ist gut, wenn ich selber dann arbeite, empathisch zu sein. Ich bin eine gut aussehende Freundin, also es ist wichtig, dass ich fit bin zumindest oder Sport mache, dass ich auch gut aussehe, so wie ich sozusagen, was mein Potenzial ist. Genau, dieses Prinzip und Empathie ist, denke ich, auch so wichtig, eben weil es ist nicht nur sozusagen, dass ich die Dinge mache, um jetzt diese Partner zu bekommen, sondern es ist auch, dass ich das mache auch für mich. Ja, ich denke da, dass es, wenn man jetzt es nur macht für die Freundin, dann ist man ein bisschen fehlgeleitet, aber auch für mich. Und gerade dieses Empathie-Ding, wenn ich meine Empathie fördere, um dann vielleicht anderen Empathie zu geben, ist erstmal wirklich das große Geschenk, was ich denn mir selber gebe, ist, dass ich Empathie mit mir selbst habe. Und deswegen rede ich so oft darüber und sage immer Leuten, ja, Empathie ist richtig toll und so weiter, weil man dann ein viel, viel glückliches Leben hat, weil man eben Probleme besser lösen kann, Konflikte schon eigentlich im Vorhinein vermeidet oder beziehungsweise sehr schnell lösen kann und all sowas. Und es ist ein bisschen für Leute, die noch nicht sozusagen sich auf diese Reise begeben haben, ist es so schwierig zu erklären, wie toll das ist. Man kann nur wiederholen, so, das ist voll toll, so mit Leuten so zu umzugehen und so weiter. Ja. Aber genau. Und wenn man dich so sieht, du strahlst es aus, dass du glücklich bist, und da fragt man sich, vielleicht ist es die Philosophie, aber vielleicht ist er auch einfach schon so auf die Welt gekommen und wer weiß es nicht. Was würdest du sagen? Ja, die Wahrheit ist, ich bin nicht so auf die Welt gekommen. Also ich habe, ehe ich mich wirklich mit Philosophie beschäftigt habe und Empathie und all sowas, war, ehrlich gesagt, wirklich mein Selbstbewusstsein im Keller. Ja, also wirklich fast mein ganzes Leben lang hatte ich nicht das Gefühl, wirklich so als Person gut zu sein. Und irgendwie, und meine ganzen Bedürfnisse wollte ich auch nicht ganz wahrnehmen, weil ich denke, wenn ich irgendwie danach handle, meine Bedürfnisse zu erfüllen, dann ist es irgendwie schlecht, oder eigentlich alles, was ich so gemocht habe oder so gut fand oder auch machen wollte, habe ich immer irgendwie eine Stimme gehabt, die gesagt hat so, ah nee, das ist irgendwie schlecht und so weiter. Insofern, da habe ich wirklich einen großen Sprung gemacht und ich bin auf jeden Fall nicht so auf die Welt gekommen. Dahinter steckt viel Arbeit an mir selbst, dass ich jetzt so, sag ich mal, glücklich sein kann und auch so locker und frei, auch gerade dieses Interview zu machen und auch jeden Tag ein Video zu machen oder beziehungsweise für drei Kanäle jeden Tag ein Video zu machen, kann ich nur machen, weil ich halt sage, okay, ich mache das einfach. Leute werden mich kritisieren, aber ich werde nicht davon sterben. Und früher hätte ich gesagt so, oh nee, kritisieren mich die Leute und dann mögen mich die Leute nicht und so weiter. Und jetzt sage ich es halt so, ja, ich werde nicht daran sterben, die mögen mich halt nicht. Und sozusagen, ich weiß, genau das ist mit der Selbstbewusstsein, ich weiß, ich bin gut, so wie ich bin. So. Genau. Ich lese, das ist ganz relevant gerade, weil ich lese auch gerade endlich ein Buch, was mir schon oft empfohlen worden ist. Six Pillars of Self-Esteem von Nathaniel Brandon habe ich gerade angefangen.
kann ich auch sehr empfehlen. Da geht es sehr viel um Selbstbewusstsein und so. Ich habe auch gesehen, die gibt es jetzt auch auf Deutsch seit 2007 oder 2009. Echt? Gibt es das, die 6 Säulen des Selbstbewusstseins, gibt es jetzt auch auf Deutsch übersetzt, bei Amazon zum Beispiel. Ja. Und ich weiß nicht, wie gut die Übersetzung ist. Ich habe bisher nur das erste Kapitel auf Englisch gelesen. Mir wird es auch Ja. oft empfohlen. Ja. Wenn ich Genau. das jetzt nochmal alles zusammenbringe, ist, du hast deinen inneren Kompass gefunden. Du Das weißt, ist ein guter, ja, das ist gut ausgedrückt. also dann können nämlich auch YouTube-Kommentare, und ich habe oft gehört, dass es andere YouTuber manchmal ein bisschen aus der Fassung bringt, wenn da ein negativer YouTube-Kommentar ist. Manche YouTube-Kommentatoren, die dann auch als Trolls zu Recht bezeichnet werden, spüren halt, wo sind die Schwächen von einem anderen Menschen, und schneiden die Kommentare oftmals genau so zu, dass sie den anderen wirklich treffen. Also, Oh, und genau, das da. habe ich erlebt, ja. Da irgendjemand hat irgendwie, das klang erstmal harmlos und dann war es so, wenn ich, dann stand da Read More und dann habe ich auf Read More geklickt und dann irgendwie so, du Arsch oder irgendwie so. Also richtig, wo ich dachte so, wow, er hat mich dazu gekriegt, Read More zu und dann du Arsch, ne? Und da dachte ich auch so, wow, wie krank diese Leute eigentlich sind. Und dazu möchte ich kurz sagen, also auch wenn YouTuber das jetzt schauen, die vielleicht auch das Problem haben oder die Frustration oder auch wenn du da überlegst, einen YouTube-Kanal zu machen, was ich nur empfehlen kann, es ist, Trolle können einem sehr viel beibringen, ne? Weil du meintest ja gerade, die gucken auf die Schwächen und deswegen ist meine Strategie ja so, okay, also erstmal sozusagen mein erster Troll habe ich mich eigentlich gefreut, weil ich dachte mir so, ja, irgendwann werde ich Trolls bekommen und ich weiß sozusagen, ich bekomme die Aufmerksamkeit von mehr und mehr Leuten, wenn dann die Trolls anfangen zu kommen. Deswegen war ich so, hey, mein erster Troll, yay. Das ist eine Sache und die zweite Sache war so, ja, ich kann von denen lernen sozusagen. Wenn die auf mein Zeug reagieren oder wenn die irgendwelche Sachen schreiben, dann heißt es ja, irgendwie meinen die, ich hätte einen wunden Punkt. Und wenn ich dann einfach weitermache und sage, so, ja, interessiert mich nicht oder ich gehe jetzt oder ich mache mich über eure Kommentare lustig so ein bisschen oder sage so, gehe einfach darauf ein, dann ist das so die Message für sie, so, ja, da ist nichts zu holen. So, oder das, wir können sie nicht Ja, machen. und nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Also meine Zuschauer schreiben überwiegend positive Kommentare, Ja, sehr ja. hilfreiche Kommentare, freundliche Kommentare. Und ich möchte mich da bei jedem Kommentatoren bei den allermeisten bedanken. Und das Ja, ist ja. wichtig, da Feedback zu bekommen. Es ist Ja. nicht mal, ist nicht mein, es ist nicht mein Kompass, aber Ja. es zeigt mir an, es zeigt mir sehr viel an, ob ich überhaupt rüberkomme, ob man versteht, was ich sage. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich will auch, also ich bin auch vorsichtig, Leute zu schnell als Troll zu labeln. Und ich will auch, dass die Leute ruhig Kommentare schreiben und sich nicht sagen, oh, komme ich jetzt trollig rüber, wenn ich das schreibe, sondern okay, wenn du es denkst, dann schreib es ruhig hin. Muss ja einen Grund haben, dass du sozusagen diesen Gedanken hattest. Ja. Ja, ich glaube, wir haben den Zuschauern schon mal einen kleinen Einblick gegeben, wer du bist. In Zukunft wird dein Kanal ja noch wachsen und wir werden mehr Euch. Facetten von dir sehen. Du hast ja insgesamt 2 Kanäle und 3 Plattformen. Hast du ein Schlusswort? Drei Kanäle jetzt, drei Kanäle, drei Plattformen, ich bin überall. Dann Naja. stehen wir die doch nochmal auf. Also Reise nach Atlantis, für deutsche Genau. Zuhörer wahrscheinlich am interessantesten. Ich nenne ihn einfach mal den neuen Philosophiekanal in Genau. Deutschland. Genau. Und Dann dann. Needle Partner, Dating, das ist auf Englisch. Und Authentic German Learning, um Leuten beizubringen. Und wenn ihr das eingebt und dann immer .de bzw. .com anhängt, dann kommt ihr immer auf die jeweilige Webseite bzw. auf die Facebook-Gruppen. Ja, und an die Zuschauer stelle ich die Aufgabe, schreibt mir, wenn ich nochmal auf Marco treffe hier im Hangout, was soll ich ihn das nächste Mal fragen? Schreibt uns, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, teilt, wenn euch Philosophie-Workout gefällt. Ihr findet mich auch bei Facebook, bei SoundCloud, bei iTunes, bei Twitter und bei allen anderen Podcast-Playern fast immer. Also bist auch überall. Das ist super, das ist Genau, super. ich versuche den Menschen entgegenzukommen. Ja. Cool. Ja. Also ich bedanke mich für das Gespräch. Also mir hat es auch total Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen und gerne mal immer wieder.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.